Hallo und herzlichst willkommen zurück zu Assassin's Creed 3 Remastered. So. Wir sehen, dass sich einer der Holzfäller hier befindet. Okay, er. Ah, ne, das ist der. Das ist der Lance. Warum ist der Lance hier? Hä? Weil wird doch ganz klar ein Holzfäller. Oder ist das gleich der Lance? Sieht aus wie Lance. Haben wir schon. Hä? Ah, ne. Sah nur so aus. Okay, aber wir haben gesehen, der andere Holzfäller ist auch hier in der Nähe direkt. Der Terry. Da war es nämlich der Godfrey, nicht der Lance. Aber nicht der Godfrey von Ibelin. Nicht, dass er jetzt hier irgendwie, ne, das verwechselt. Der Godfrey von Ibelin ist in Ibelin und nicht in der Davenport-Siedlung. Okay, war es doch der Lance. Jetzt mal eine ganz blöde Frage, Leute. Wieso hat der Lance dasselbe? Lance. Wo ist denn das Symbol? Okay, ich konnte es einfach nicht auseinanderhalten jetzt, gell? Okay, gut. Gut, das haben wir aber auch schon mal beobachtet, glaube ich. Okay, ich irre mich, wir haben es noch nicht beobachtet. Da haben wir es jetzt beobachtet. Ja, ist doch super. So, und da ist auch noch gleichzeitig hier irgendwo. Achso, das ist sie. So, was ist da vorne noch? Da ist auch noch jemand. Oh, ja, das sieht gut aus. Geil. Jetzt haben wir den Dr. Lyle nämlich auch. Okay, wahrscheinlich hat er dir ein paar Tipps gegeben, wie man das Liebesspiel ein wenig anregen kann, sozusagen. Ja, das ist doch alles ganz gut hier gerade. Also wir haben jetzt die Holzfäller, wir haben den Onkel Doktor. Bedeutet doch im Endeffekt, dass wir jetzt nur noch, ich glaube, Schmied, richtig? Einmal Schmied und die. Ja, klar, die Ellen und natürlich auch den Norris. Dann können wir gucken, ob der Schmied auch in der Nähe ist. Der sogenannte Big Man. Norris. Ja gut, der Norris wird jetzt hier im Dorf relativ wenig ausrichten können, was uns helfen würde. Diana. Diana Prince. Ja, wir können ja mal zur Ellen laufen. Vielleicht macht die irgendwas. Ja gut, da ist ja auch der Dave. Deckt in der Nähe. Weil Norris, wie gesagt, der wird da relativ wenig jetzt machen. Im Dorf, denke ich. Ja, außerdem wird uns noch nichts angezeigt, von daher passt das so. Natürlich können wir jetzt theoretisch dem Norris folgen, aber nein. Theoretisch ja, praktisch nein. Wir möchten es einfach nicht. Aha. Der Dave ist auf jeden Fall. Oh ja. Oh ja. Och Mann. Ja, ich meine, ja, ich war mir auch relativ sicher, dass wir das schon hatten. Ich wollte jetzt nicht wieder falsch liegen, deswegen habe ich einfach mal in den Mund gehalten. Das kann auch mal zwischendurch nicht schaden, wenn man einfach mal nichts sagt. Ja, und die Ellen natürlich wieder, ne? Klar. Trinkt einfach Kaffee. Einfach einen Kaffeeklatsch mit der Prudence. Also, ich weiß nicht, für was ich die hier eingestellt habe. Ich verstehe es wirklich nicht. Also, das ist. Das will mir nicht in den Kopf reingehen. So, gut, Norris. Gut, hinteleportiert wird er wohl sich nicht haben. Das ist ein ganz komisches Deutsch gerade, ich weiß. Ich würde vorschlagen, Leute, um mal die ganze Sache hier so ein bisschen aufzulockern, spielen wir ein Spiel. Aber ich weiß noch nicht, ob wir Mühle spielen wollen, ob wir Bowls spielen wollen. Ich glaube, wir wollen Mühle spielen. Ich meine, das war der Dude, der hier drin war. Beim Glück haben hat er ein paar Bier zu viel getrunken und ist jetzt nicht mehr so aufmerksam. Neuner Mühle-Experte. Okay, also, erster Zug machen, nein.
Das ist, glaube ich, nie ein guter Weg. Ja, ich gehe aufs Ganze. Ich setze 10 Pfund. Heute will ich es mal wissen. Heute will ich wirklich mir auch mal was gönnen. Oh, ach, das ist doch der Dings sogar. Ich weiß den Namen nicht. Gut, also Mühle bin ich überhaupt nicht gut drin. Gut, das war ich in Fanorona auch nicht. Von daher ist es eigentlich auch egal. Also die Ecken sind an und für sich immer ganz gute Positionen. Gut, er wird natürlich probieren, hier hinzugehen. Das heißt, er wird mir da auf jeden Fall schon mal die Ecke verbauen wollen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Okay. Ja, nee, dann würde ich doch sagen. Ja, okay. Ja, ich verstehe. Den nächsten würde er hier hinsetzen und dann sehe ich nämlich ganz dumm aus. Aber bevor ich dumm aussehe, würde er nämlich dumm aussehen. Aber ich versuche einfach mal, das ist ja meine Grundsatztaktik immer in Spielen, den Gegner einfach zu blockieren, bis zum geht nicht mehr. Also blockiere ich den jetzt einfach. Und werde bei dem Versuch wahrscheinlich sterben. Formen Sie Mühlen, indem Sie Dreiersteine. Ja, das weiß ich sogar. Das ist sogar eine der wenigen Dinge, die ich weiß. Gut, selbst wenn er den jetzt hier hinsetzen würde, würde ihm nicht so viel bringen, weil dann könnte ich den hier oben noch blockieren. Also noch geht keine große Gefahr aus von ihm. Gut, das ist aus meiner Sicht bedauerlich, aber nicht weiter schlimm. Das war auch zu erwarten. Er musste es machen, also ich meine. Er musste es tun. Ja, nee, wenn das so ist. Ja, genau, wenn ich hier hinsetze, gucke ich auch wieder dumm aus der Wäsche. Aber ich kann natürlich auch ihn dazu bringen, dass er auf mich reagieren muss. Na gut, der wird ihn dann in die Mitte setzen. Verzwickt, verzwickt. Dann wird er ihn da hinsetzen. Ich muss irgendwie gucken. Gut, wenn er den hier hinsetzt, dann bin ich traurig. Bin ich dann traurig? Nein, ich bin traurig, wenn er ihn hier hinsetzt. Genau. Aber zunächst mal mache ich ihn dahingehend traurig, dass... Ha, das ist doof. Kommt, ich reagiere einfach auf den. Das ist das Einfachste. Ich reagiere auf den. Also wird das wahrscheinlich ein relativ stupides Unentschieden werden. Ja. Dann setzt er ihn definitiv hier hin. Ja, wenn er ihn da einsetzt, habe ich wiederum ein Problem. Ich glaube, es ist vielleicht doch schlauer, selbst anzufangen, oder? Habe ich so ein bisschen den Verdacht gerade. Weil ich habe zwar gelesen, man solle lieber dem Gegner den ersten Zug überlassen, aber... Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das doch nicht so prickelnd ist. So. Und jetzt stehen wir da. Jetzt stehen wir da. Gut. Ich kann prinzipiell nur 2 Stück bewegen. Ja, das ist eigentlich total für den Arsch jetzt das Spiel. Also ich glaube, in der Legephase, da muss schon ein bisschen was passieren, weil sonst ist das Spiel einfach nur komplett unnütz. Oh. Ja, ich habe es gerade gesehen. Ja. Aber noch ist nichts verloren, Leute. Noch ist nichts verloren. Noch haben wir alle Möglichkeiten. Ich kann den ja mal hier hinsetzen. Hallo?
den dahin. Ja, das war klar. Oh. Ja, das ist trotzdem scheiße. Ja, ich werde verlieren. Aber jetzt hätte ich theoretisch eine Möglichkeit gehabt, den so ein bisschen unter Druck zu setzen. Der wird jetzt unten. Unten mittig wird er jetzt. Genau. Ja, das Spiel ist gelaufen. Das Spiel ist an und für sich gelaufen, weil jetzt mich mit dem hier hin und her die ganze Zeit switchen wird. Von daher kann ich das halt einfach komplett vergessen. Komm mal nicht so lange rum. Wir wissen alle, was du vorhast. Vielleicht habe ich ja Glück und der übersieht denn jetzt. Also einen von denen. Das ist zwar relativ unwahrscheinlich, aber... Gucken, ob er jetzt selbst agiert, ob er mich blockiert. Aber ich glaube, er agiert selbst. Ist eigentlich sinniger. Oh, er blockiert mich lieber. Krass. Ja, aber trotzdem ist Kappes. Ich habe das Spiel verloren. Ich muss jetzt gar nicht so groß rummachen. Okay, die Mühle bringt mich gerade wirklich an meine Grenzen, muss ich sagen. Ich spiele jetzt schon eine Dreiviertelstunde. Ohne Erfolg. Bisher einfach nur Geld verloren. In rauen Mengen. Aber ist ja nicht schlimm, Leute. Ist ja nicht schlimm. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Also wird zwar nur Zufall sein, aber... Und pures Glück. Ich möchte es nochmal erwähnen. Ich habe einmal offscreen aus Versehen, kann man sagen, gewonnen. Das will ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Also es ist noch nicht alles verloren. Nur leider habe ich das nicht mit reingeschnitten. Also es war nicht, ne? Also es, ja, keine Ahnung. Ich habe es nicht mit reingeschnitten einfach. Also ich war, ich sag mal so, ich war nicht darauf vorbereitet, es reinzustellen. So, es reinzuschneiden. Deswegen habe ich es noch nicht getan, letzten Endes. Das hätte ich wissen müssen. Okay. Die Sache ist jetzt folgende. Na, es gibt keine folgende Sache. Schade. Es gibt eine folgende Sache, gibt es einfach nicht. Ich habe mich vertan. Das heißt, ich blockiere ihn einfach. Ist das einfach so, oder? Aber ich kann den Spieß ja auch irgendwie umdrehen. Theoretisch. Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das anstellen soll. Ich lasse ihn das mal machen. Ich will mal gucken, wie er reagiert, was er macht. Ich will das mal wissen. Er nimmt den weg. Okay. Er macht dazu. Das hat er ein mittelschweres Problem. Ja, hat er. Aber ich natürlich wäre total eingefärbt. Ich bin jetzt in der Mitte. Aber hauptsächlich kann auch einen Stein von ihm wegnehmen. Das ist doch das Allerwichtigste. So. Er hat noch was in petto. Das heißt, wenn ich den jetzt wegnehme, setze wir den in die Mitte und ich bin traurig. Ja, mit dem verhält sich es genauso logischerweise. Ich könnte ihn irgendeinen wegnehmen. Ja gut, den, da muss er wieder reagieren. Oder der genauso. Ach,
Also er muss er jetzt mittig oben hinsetzen. Genau, hat er auch getan. Jetzt habe ich noch genau einen. Ich muss das irgendwie so hinkriegen, dass er nicht die ganze Zeit hin und her schieben kann. Denn genau das wird er gleich tun. Da können wir uns schon mal drauf einstellen. Wobei er müsste mich im Gegenzug hier auch noch blockieren irgendwie. Ich weiß gerade, wie ich das am geschicktesten mache. Ich weiß jetzt nicht, wie er... Na gut, ich könnte das ja erzwingen quasi. Ich mach den hier hin, da habe ich gleich mehr Flexibilität. Hey, ich setze ihn hier hin. Dann kann ich mit dem noch ein bisschen rechts hoch und runter rutschen. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Geh mal weg, Schrift. Ich brauche die Schrift nicht. Hallo. Ah, okay. Nee. Hä? Ah, okay, der will mit dem rausrücken. Aber wenn der mit dem rausrückt, kann ich mit dem runterrücken. Also habe ich im Endeffekt nicht... Ja gut, der muss mit dem runter, mit dem und mit dem hoch. Oh, lass ich ihn erstmal machen. Was wird er jetzt... Ja gut, er wird mit dem hochrücken, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann ja erstmal provozieren, dass er vielleicht mit dem nach unten geht, damit ich hier freie Bahn habe. Aber ich darf mit dem auch nicht weggehen. Ich mit dem... Ja, nee, das darf ich nicht machen. Das wäre blöd. Das darf ich nicht machen. Ich muss mit dem hier. Mal gucken, was er macht. Ob er mit dem nach links rausrückt. Hä, wieso macht er das nicht? Ich darf mich nicht drüber wundern, was er macht. Weil im Endeffekt macht er deutlich schlauere Dinge als ich. Also. Gut, wenn ich den weg... Ich glaube, ich könnte ihn jetzt hier in ziemliche Probleme bringen. Jetzt habe ich nämlich zwei Möglichkeiten, die ganze Zeit dem Steine wegzunehmen. Leute, es könnte tatsächlich sein, dass ich dieses Spiel gewinne. Ich habe es einfach nicht gesehen, ne? Ich habe es einfach nicht gesehen. Gut. Also nicht gut, aber gut. Ja gut, das tangiert mich jetzt aber auch relativ wenig. Ich nehme natürlich den weg, so klar. Ist das klar? Ich weiß, ob es klar ist. Ja, es ist klar. Ich glaube schon. Und nehme ich den weg. Ne, ich nehme den weg. Ich nehme jetzt einfach weg. Scheiß der Hund drauf. Oder? Ja, mit dem auch rück, mit dem runter. Ja, wobei, der könnte natürlich jetzt auch hingehen. Ah, es ist blöd. Es ist tatsächlich blöd. Wieso geht das nicht? Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Aber ich wollte mit dem nach oben. Genau. Ach, Kinders. So. Ach, ich kann aus einer bestehenden Dreierreihe keinen entfernen. Ist das richtig? Okay. Okay, 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 okay. Gut zu wissen. Wenn ich den wegnehme, kann er... Kann er aber so oder so. Das ist eigentlich scheißegal. So, mit dem rückt er gleich wieder nach. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe jetzt keine Lust zu verlieren, ehrlich gesagt.
Wobei ich eigentlich ziemlich hoch führe, ne? Wenn sich das mal so anguckt, aber es ist ja ziemlich hoch, aber ich führe halt. Das ist doch schon mal entscheidend. Ich muss gucken, wie ich von zwei Richtungen dem Angriff. Ah! Okay. Wenn ich mit dem jetzt runterrücke, dann habe ich natürlich den Vorteil auf meiner Seite. Ja, weil ich bin jetzt am Drücker. Das heißt, er muss jetzt nach links oder rechts ausweichen. Den Zug habe ich jetzt im ersten Moment nicht ver... Ach so, okay, ich habe ihn doch verstanden. Ich habe den Zug doch verstanden. Gut, dann klaue ich ihm natürlich den hier. Und jetzt, also wenn ich jetzt nicht gewinne, dann habe ich auch einfach die Trophäe nicht verdient. Also dieses Spiel jemals zu gewinnen. Ah, okay, der geht jetzt hier unten. Ja, okay. Das ergibt alles Sinn. Ja. Ich muss gucken, dass ich irgendwie da unten hinkomme mit dem. Ich versuche es einfach mal, den zu blockieren. Dass er jetzt quasi... Ja, ich kann ihn wieder. Ja, ich kann ihn wieder ein bisschen ködern, dass er agieren muss. Ja, kann er ruhig machen. Das juckt mich jetzt nicht. Denn jetzt ist nämlich hier Schluss mit Genuss. Jetzt ist das Ding nämlich fort. So. Das hätte ich wissen müssen. Ja, hättest du, hast du aber nicht. Oh. Das habe ich nicht bedacht. Er darf ja springen. Das ist ziemlich asozial, dass er jetzt springen darf, will ich euch nur mal so sagen, Leute. machen wir das. Das macht es nicht gerade leichter. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Ja, gut, das ist gut viel gesprungen, aber gut, gleich kann ich ja auch springen dann. Aber das mit dem Springen ist irgendwie dämlich, oder? Jetzt nicht, weil es mich jetzt betrifft. Hallo? Sondern weil es einfach dämlich ist. So grundsätzlich. Also, er arbeitet jetzt quasi darauf hin, mich zu blockieren. Endgültig. Komm, spring da rüber, damit ich auch springen kann. So. Einen weniger. Ja, im Endeffekt ist es ja egal, oder? Wie ich das jetzt mache. Ich weiß nicht, dass ich jetzt irgendeinen Nachteil dadurch hätte, dass ich springen kann. Gewonnen, weil er kein Dreierei machen kann. Sehr gut! Ah, wir haben die Mühle geschafft. Schön.